So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Zora und mit dabei ist die Schlumpfine der Joe. Hallo, hallo. Oh nein! Benzinkanister, elektrische Teile, ach du Himmel. Nein, hier fällt mir alles aus der Tasche gerade. Nein, das geht gar nicht. Nein, die Dietrich hier nicht. Das, raus. Ist das hier noch? Scharfschütze Band 7? Ah, ich pack die nicht mit und dann können wir mal gucken. Auch eine gute Idee. Ja. Das ist das Einfachste, genau. Glaube ich. Ja, kannst du mitbringen. Ich brauch's. Ich nehme alles und? Mit. Genau. So. Mal sehen, ob wir genug Kohle haben für den Tragschrauber. Dann können wir nämlich da immer durch, ein bisschen durch die Gegend gurken. Das ist doch ein bisschen... naja, gut. Ich meine, Auto ist immer noch das Beste, ne? Also sagen wir, du bist. Also platzmäßig. Ja. Jetzt fehlt Tragschrauber weiß ich gar nicht, wie viel du da... Ne, ich weiß auch nicht, was da reingeht. Aber das ist immer dieses, ne? Landen und hin und her. Schlumpfine, dein Akkuschrauber liegt noch in der Werkbank unten, ne? Ja. In der ganz linken äußeren. Tatsächlich, hier ist noch eine Abwurfkiste. Du hältst im Kopf nicht aus. Haben wir die gar nicht abgeholt? Kann ich dir nicht sagen. Das ist kurios, hier liegt noch eine. So, ja. Dann steckst du ein und dann... Ja, okay, nix. Schießpulver war da drin. Was haben wir hier noch? Grober Schrot, Geschossspitzen... Schlagmann. Also Sachen, die wir hier brauchen können. Genau. Electric Traps, die nehme ich noch mit. Und Tool Diggers. 6 Hefte habe ich hier. Und was habe ich hier? Handyland. Habe ich noch 9 Hefte? Lohnt sich schon. Absolut. Soll ich mal Absolut. Sagen? Absolut. Wo ist denn zu Hause? 1,1 Kilometer. Ich fahre mal nach Hause. Wieder hoch muss ich. Mal gucken, wie ich das mache. Ja, Polizeiautos, manchmal sind die ganz interessant, ne? Ja, da kann manchmal ganz gute Sachen drin stecken, ne? Wenn man die denn aufkriegt. Ja. Jetzt ist wieder so ein Ding, weißt du, da. Ja, da brauche ich wieder eine ganze Menge für. Natürlich. Alter, du komm, also nur los. Mach das Ding auf. Das ist nicht wahr. Maschinengewehrteile. Na guck. Immerhin. Jetzt habe ich beim Händler gar nicht geguckt nach Schrotgewehrteile, ne? Weiß ich nicht. Hattest du nichts von gesagt zumindest? Nee, ob ich da gar nicht, war, weiß ich nicht. Gar nicht dran gedacht, so was. Naja. Ich glaube, mal einen Tragschrauber haben ist echt cool, glaube ich. Dann können wir ein bisschen weiter rausfahren. Ja. Das Einsitzer oder was? Ja, ne? Ja, es gibt einen Mod dafür, ne? Es gibt eine Mod. Das mit zwei. Ich weiß nicht, beim Tragschrauber weiß ich jetzt nicht, was da geht.
Keine Ahnung. Letzte. Hier ist doch der Händler. Fahr ich nochmal gleich mal hin hier, wenn ich schon mal da bin. Warte mal, Kumpel. Hast du Maschinengewehrteile? Warte mal gucken. Ah, hast du was im Inventar? Mods. Ne, warte mal, Teile waren es, ne? Gewehrteile haben wir hier. Schrotflintenteile, 2 Stück. Oh ja, hier. Ne, kann ich nicht kaufen, weil ich keine Kohle habe. Die liegt bestimmt im Auto. Welche Mods habt ihr eigentlich drauf? Wo denn? Ja, die Frage ist wo, ne? Aber warte mal, das wollte ich jetzt gar nicht. Wir haben eigentlich, bei den Waffen haben wir, versuchen wir mal, dass wir da die... Sekunde, wo habe ich jetzt hier die Kohle? Da. Dass wir da zum Beispiel diesen, wie heißt der Mod? Sekunde, muss ich mal selber gucken hier. Der da. Strahlungsentferner-Mod, dass die mit drauf ist. Ja, den habe ich leider nicht. Meine allgemeinen, die Game-Mods, gar keine. Gar keine. Game-Mods haben wir gar nicht drauf. Wir spielen das Vanilla. Nackelig. Nackelig. Ja. Mit ohne alles. Ohne oben. Ohne oben. Warte mal, wo war es hier? Da, Schrotflintenteile. Raketenwerfer. Stahl. Alter. Was haben wir sonst noch Feines? Öl, haben wir Maschinengewehrteile. Oh, hier. Aber da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge von, ne? Hey, brauchen keine wir. Ahnung, jetzt kann ich den brauchen, nicht sagen. Brauchen wir auch gar nicht mehr, glaube ich. Brauchen wir gar nicht mehr. So. Okay. 150 Zement, soll ich die mitnehmen? Nee, war. Machen wir selber. Was? 150 was? Zement. Zement. Ach, das Wasser nehmen wir auch mit hier. Komm, egal. Top, findest du auch am besten so. Ja, wie gesagt, mir gefällt es auch am besten. Aber jeder hat so seine ne, mag ich nicht, Sachen. Ja. Ne, du machst ja gerne mal so dieses, ne, ausprobieren. Mods probieren und sowas, ne? Mhm. Ich meine, welche Mods haben wir letztes Mal gespielt? Die war auch gar nicht schlecht, ne? Wie hieß die noch? Wir haben die Oblivion gespielt. Ja, genau, die Oblivion. Glaube. Richtig. Das war ja die macht doch Spaß. Die macht auch Spaß. Die ist gar nicht mehr so doof. Aber da muss man sich auch erst reinknien. Ja. Da gibt es auch viele neue Sachen drin, ne? Ja. Macht richtig Spaß. Ich hatte meinem Buch auch schon die Wild West gespielt, die war auch nicht schlecht. Die Wild West? Hm? Was ist das hier eigentlich für ein Laden? Ach, das ist immer nicht das gleiche. Die Wild West, was ist denn da anders? Da hast du praktisch alles auf Western Art. Da kannst du auch Tiere züchten. Du kannst, du hast als Fortbewegungsmittel Pferd und sowas. Ach, und Ballon und sowas. Okay. Haben sie auch nicht schlecht gemacht. Ich wäre da fast gegen deinen Garten gefahren. Da wäre noch was gewesen. Warum gibt es schon wieder schlechtes Wetter hier? Ja. Alter, die Einfahrt ist ziemlich haarig. Ich glaube, mit dem Kopf immer ein bisschen oder mit dem Dach ein bisschen hängen. Okay. Verschlossen. Boah. Voila.
Gib mal alles her, was du hast. Das machen wir nochmal anders. Alles mal raus. Na, kommt her. Wer keine Flitter, ich kriege ich so. Was passt da nicht mehr rein? So. So. Erstmal hier rein. Kurz nach Hause. Was kann ich denn da reinpacken? Das muss raus, das bleibt hier, das raus. Speck mit Eiern, wo ich das denn gefunden? Mahlzeit. Das raus, das raus, das raus. So. Scheint auch noch leer zu sein. Ja. Wer möchte denn also einen Tragschrauber haben? Ich. Ja, die Frage stellt sich, glaube ich, nicht. Ja, könnte ja sein. Also drei Stück. Jupp. Weil einige, da immer wieder sind ja ein paar, da ist ja mal immer jemand dazwischen, der sagt, nee, Tagesschau ist nichts für mich, weil ich kann damit nicht um. Ja, ich habe sie noch nie ausprobiert, von daher, dann kann ich da überhaupt also nichts zu sagen. Also probieren wir. Ja. Gut, dann brauchen wir jetzt... Also gerade hoch werde ich bestimmt schaffen. Also müssen wir auf jeden Fall jetzt, upsala, zusehen, dass wir, da brauchen wir eine Landebahn und eine Startbahn. Ja, gehen wir hin. Warte mal, so und so. Was wir noch machen wollten, hier drinnen Lampen anhängen. Ja, stimmt, wir wollten noch Lampen dran machen. Diese, wie heißen die Dinger noch? Oh, diese. Ich vergesse. Laterne. Genau, Laternen, richtig. Oh Gott, ich vergesse das. Und guck mal, Schlumpfine, ich musste hier. Warte mal, Waffen. Musste da hinten komplett alles komplett mit Beton machen. Aha. Auf der Fläche hier, wo der Rasen hier, also wo diese Erde hier oben ist. Ja, ja. Das musste ich alles mit Beton machen, weil die sind irgendwie hier bei der kleine Horde, als die Olle geschrien hat. Aha. Da sind zwei hier unten rein und haben sich da versucht, mich zu graben. Okay. Und ich hoffe, dass das hier der Schwachpunkt ist, ne? Wenn sie mal an der Base irgendwie rein wollen. Aber normalerweise, ja. Eigentlich nicht, oder? Dann sollte sich die Musik gleich hier vorne abspielen, ne? Das. Ja, gucken wir mal. Das? Ein Händler. Das raus. Und mal gucken, dass das standhält, was ihr da gebaut habt. Ja. Es wird spannend, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, würde mich mal interessieren jetzt, weißt du? Mhm. So eine Methode habe ich auch noch nicht ausprobiert. So. Aber probieren kann man ja mal, ne? Auf jeden Fall. Teile, dann. Das aber, das. Leider. Diese Eisenstachelfallen herzustellen, das dauert ziemlich lange, ne? Ja. Dauert ein bisschen, ja. Haben wir noch welche? Obwohl, die kannst du so in der Hausentasche fertig machen, diese mit geschmiedetem Eisen, ne? Ich glaube, die musst du eine Werkbank machen. Nee, wenn du mal, gib mal einen Stachel, da ist keine Werkbank oder so als Symbol. Mhm. Eisen. Ja. Raus. Probieren wir es mal aus. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir vielleicht hier um die Pötte hier unten rum. Ah. Die Füße, dass wir da auf jeden Fall noch was. Dass wir überall das Stacheln stellen, ja. Ja. Naja, dass wir unten noch ein bisschen was machen. Das ist gar nicht verkehrt. Ah. Das sind dann 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19. Das? Warte mal, dann mache ich da 27 Stück. Jetzt mal hier rein. Händler.
Aber wir haben doch noch Stacheln hier drin. Das geht doch. Haben wir noch 27 Stück oder was? Ja, 200 Stück sind noch hier drin. Na, guck mal an. Also können wir die doch darin setzen. Hammer. So. Und macht ihr noch die Lichter drin? Das ist gerade, wir haben Tag 35. Ja, deswegen ja. Es geht uns Zombie nach zu. Ach du Himmel, ich hab's gleich gesehen. Nein. Boah, kommst du denn mit deinen gelben Augen weg auf einmal? Da. Die Medizin wollte ich da. Ja, dann müssen wir ja dringend noch mal ein bisschen Munition anschmeißen hier. Ist ja nicht verkehrt, wa? Mhm. Hau rein. Was habe ich noch? Habe ich alles weg, ne? Das 38, die beiden. Und Lips. 1800 Schuss, bisschen viel, ne? Oh, müssen wir schon mal hier lassen, brauchen wir jetzt nicht. 500. Zack, hau rein. Bleibe ich ja noch. Ach, ich hätte gleich drauf geachtet, Mensch. Hätte ich das gewusst, wäre ich gar nicht losgefahren. Oh. Warte mal, mach mal anders. Garten, warte mal. So. So, dann stellen wir hier überall Stacheln jetzt hin. Ja, hier immer um die Pöller rum hier, ne? Ja. Vorsicht. Das. Das. Das auch nochmal. Teile. Motoren und so ein Krams. Schrotflintenteile. Medizin. So, komm. Setz dich da hin, jawohl. So, Papier habe ich auch noch irgendwie. Mist, wo war das Papier? Bunten, glaube ich, ne? So, die Federn kommt da hinten rein. Gut. Alter, Mist, ich hab's gewusst. Trödel ich deine Weltlandschaft rum? Und hier brennt die Luft, sozusagen. Warte mal. Blatt, ich rutsch das ruhig gar nicht so. So. Genau, den anderen Weg, lass den ruhig zum Laufen. Nicht bis vorne dran, ne? An die Treppe. Die müssen ja irgendwie auch wieder hoch können, ne? Mhm. Falls sie da mal unten rein ticken oder so. So, was? Ja, das sollte die auf jeden Fall abhalten. Guck mal, die Reihe kannst du ja noch komplett machen hier. Genau. So. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Meinst du von der anderen Seite auch irgendwie nochmal oder wollen wir es so lassen? Von welcher Seite meinst du Schlumpfine? Hier von dem, von der Seite hier. Damit uns hier nicht kaputt hauen. Ja, ja. Dass wir vielleicht hier so auf der Mauer hier nochmal lang machen. Das, genau, das macht echt Sinn, ja. Das. Machen wir ein paar Reparaturkits, wa? Ist, glaube ich, nie verkehrt. Ja. Müsste so gehen.
Ja, das auf jeden Fall. Vorne dann noch die Lampen. Ja. Ja, so, dass wir keine Angriffsfläche haben. Ich hoffe mal, das funktioniert. Nicht, dass wir uns die Bude einrennen hier. Oh, Mando. Ja. Warte mal, da. Und nicht vergessen, Strom einzuschalten für das, was er gemacht hat. Oh ja, stimmt. Bloß nicht vergessen, nein. Das sollten wir schon vorher machen. Kurz bevor es anfängt. Ja. Tragschrauber, da ist er doch. 187 Stahl, was? Ja gut, Gitterrohrrahmen aus geschmiedetem Stahl. Naja, das muss auch halten, ne? Wenn du da so ein bisschen abschmierst, weißt du ja nicht, was da los ist. Ne? Ja, weiß ich nicht, soll ich die Dinge jetzt bauen oder sollen wir erstmal Stahl ankriegen, dass wir hier erstmal. Lass mal, ich mach das mal. Ja, da bau einen oder was? Erstmal. Dass wir unten erstmal einmal rumkommen wegen hier. Nicht, dass wir uns hier die Bude einrennen. Wir haben es ja auch nicht verstärkt da unten, ne? Das ist das Problem. Nee. Das, so weit sind wir ja. Gut, einmal rum. Wie weit waren wir denn hier? Bis dahin. Da fehlt. Ist das ganze Stück fehlt noch. Oh, Mando. Bis dahin, oh. Bambe. Alles klar. Jawohl, das sieht doch sehr gut aus. Ich denke, das gibt uns genug Sicherheit erstmal. Müsste funktionieren. Ja, die wollen ja eh zu uns und der Weg, den sehen sie ja da, ne? Mhm. Mal gucken, ob es funktioniert. Mal gucken, ja. Ich bin gespannt. Nochmal gucken, ob die Schütztürme, ob die voll sind. Und auch wegen Darts müssen wir noch mal gucken, ob wir genug haben. Ob die voll sind. Weil da sind noch welche drin. Ich glaube, in der. Wir gehen. Achso, warte mal. Oh nein! Oh. Sprich da noch rein. So. Das hat natürlich kein Beton mitgenommen, ich Idiot, ne? Naja. Was willst du machen? Irgendwas ist immer. Naja. Boah, da bin ich fast reingerannt. Alter Freund. Aber sieht man, kommt man da nicht nochmal, hat man da nicht nochmal die Kamera da irgendwie gesehen? Was? Die Kamera? Ja. Konnte man sich doch auch irgendwie noch angucken, wo der hin, den Blickwinkel. Ja. Geht das nicht, oder? Nee, weil da kein Strom drauf ist. Ach so. Die haben ja erst Strom, wenn die ganze Anlage läuft. Ja. Was sind die voll oder was? Ja, 150 ist voll. So, Darts, hattest du gesagt, ne? Kannst du da raufspringen? Ich kann da raufspringen, ja. Alter, ist nicht zu fassen. Na, guck mal, was ich hier für einen Setz und für einen Hüpfer machen kann hier. Also hier müssten noch Darts rein. Ja, wir haben noch. Also Darts sind noch da. Ich kann mal gucken, wie viel haben wir denn hier? Hier fehlen 382. Ja, Mist, glaube ich, die Darts reingeschmissen. Irgendwo habe ich die reingeballert. Da sind sie. 500, 1000, 1500. Ich komme mal mit dem Band voll. Oh nein! Oh, ich wusste es. Hier muss rein. Oh, zack, zack, zack. Das Ding ist voll. Und hier. Ah, warte mal. So. Ist auch voll. So, beide sind voll. Sehr gut. Abgeschlossen sind sie. Ja. Geschütze sind fertig. Warte mal.
So. Was denn? Tür habe ich auch drin. So, warte, was läuft hier noch durch? Da läuft noch Stahl durch, wunderbar. Laterne brauchen wir noch. Ja, zwei Stück mindestens, denke ich. Ach, stimmt, ja, der Laterne. Laterne. Schmiedes Eisen. Davon haben wir keine. Lampen, was sagt ihr, wie viel braucht ihr? Zwei, würde ich sagen. Oder? Ja, so drei Stück mindestens. Bauen. Warum denn? Laterne. Deine Freundin ist da. Ja, ich bin gerade auf dem Dach, ich kann nicht. Also hier bei mir auf der Seite ist er nicht, also ist er diesmal wegen euch da. Für einen Tragschrauber brauche ich 37 Klebeband. Für einen. 37. Weißt du Bescheid? Wo ist er denn? Keine Ahnung. Wo ist er denn? Das fällt erstmal ins Wasser. So viel haben wir nicht. Der hat sich selber umgebracht. 37 Klebeband. Hast du die Lampen schon fertig zu machen? Die sind in der Arbeit, die sind in einer Schmiede drin, in einer Werkbank drin. In welcher? Dann warte ich da unten, stehe ich Wache. Ja, in einer, ich weiß nicht, welcher. Ja, ich hab's. Alles gut. Bastelkram, warte mal, hier ist nochmal. So, okay. 16. 8. Reicht das? Ja, ne? Müsste reichen. Warte mal, die tue ich mal unten wieder in den Dings mit dran. So. Sehr ärgerlich, dass man so viel Klebeband braucht. 37, das Ding, das hält doch nur mit Klebeband, oder was? Ja. Ich meine, Stahl ist schon heavy, 187, aber 37 Klebeband? Was? Für einen? So, was haben wir? Heavy, mein lieber Freund. So, warte mal, wie ist das mit Strom überhaupt? Haben wir da Saft drauf? Benzin, wenn was nachtanken war. Sicher. Nachher stehen wir da. Normal müsste das reichen, aber... Naja, wer weiß, ne? Mhm. Ja, warte mal, hier ist verkehrt. Da muss ich hin. Hä? Jetzt müsste da oben... Da war es denn schon. Also hier ist da oben Strom? Ach nee, da war dann Schalter, ne? Ich hoffe nicht. Weil ich wollte jetzt eben die Lampen anbringen gehen. Ja, warte mal, hier müsste aber ein Schalter sein, ne? Ja. Alles klar. Das wird echt interessant. Oh ja. Der Strom ist aus, keine Angst. Ja, ne, ich will ihn mal eben nur kurz einmal hier zuordnen ins Fächschen. Warte mal, Mod. Kleiner war. Fahrzeugsitzmod. Schade, die kann ich nicht. Ah. Was, diese Mod? Ja.
Licht. Wie heißt die Doppelsitzmutter? Irgendwas, ne? Ja, genau. Fahrzeugsitzmodeller, so heißt es halt. Wie heißt es noch? Fahrzeugsitzplattmodell. Nee, die kann ich nicht. Noch Schluss vor. So. Gut, ja, dann würde ich aber sagen, ne, in der nächsten Folge ist auf jeden Fall die Horde vor der Tür. Dann sagen wir doch mal. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich bin echt mal gespannt. Ja. Ich auch. Ich bin da echt mal gespannt drauf. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.